Ja, schon. Also wir haben darüber gesprochen, dass es eben, wenn es um die Barrierefreiheit geht, dass es eben dazu auch eine ordentliche Finanzierung braucht. Also dass man die Vorhaben, die im Koalitionsvertrag sind, und das sind ja viele, wenn es um die Mobilität geht oder die Digitalisierung oder übers Wohnen, dass das ausreichend finanziert wird. Und ich habe auch deutlich gesagt, dass dieses Programm, das es ja auch gibt für altersgerechtes Umbauen beispielsweise, dass es ordentlich finanziert werden muss. Und ich glaube, da sind wir uns schon einer Meinung, weil Christian Lindner sagte, das ist jetzt ein Auftaktgespräch, das heißt, es werden weitere Folgen und ich werde weiter dafür eintreten, dass es nichts Gutes gibt, außer man tut es, ne? Mit Erich Kästner kann man das so sagen.